Slime Rancher, Freunde. Ich hoffe, bei euch ist alles schleimig unterwegs. Wir nehmen nämlich heute die dritte Folge auf und spielen eine Runde Slime Rancher mit diesen komischen Dingern, die wir hier damals mal in den letzten zwei Folgen aufgebaut haben, beziehungsweise dort reingesteckt haben und die jetzt dort drin knechten, ne? Aber das ist natürlich eine andere Sache, die wir eigentlich heute zu tun haben, denn ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich mir natürlich die letzten Kommentare so durchgelesen von den letzten zwei Folgen, weil ich wollte nämlich... nicht zu viel! Bitte lass mich in Ruhe! Ich wollte nämlich nicht irgendwie so zu viele Folgen aufnehmen und irgendwie nie die Kommentare lesen. Deswegen habe ich einfach mal nach der zweiten Folge, die ihr sozusagen gesehen habt, also die zweite Folge, ne, habe ich einfach aufgehört aufzunehmen, um die Kommentare mal durchzulesen. Und es hat mir tatsächlich was gebracht. Denn ich weiß jetzt inzwischen, wie man nämlich Hühner anbauen kann. Denn die meisten Leute haben mir nämlich verraten einen kleinen Tipp. Und zwar kann ich ja zu diesen komischen grünen Knöpfen hier gehen. Genauso wie ich mir damals dieses eine Zelt hier sozusagen aufgebaut habe, ne, konnte ich auch zu diesem Knopf hier gehen und hier dann mal was drücken, ne? Denn wir haben nämlich hier den Coral, den Garden, den Coop, den Silo, den Inchblay und Pond, ja? Inchblay brauchen wir nicht, Silo brauchen wir auch nicht, aber was wir brauchen ist Coop, denn Coop ist nämlich irgendein Ding, was uns helfen kann, Hühner sozusagen festzuhalten, ne? Deswegen kaufen wir uns das einfach mal und das sieht doch auch schon so aus wie so ein Hühnerstall, weil in der Mitte ist nämlich so ein komisches Nest, wo die schönen Hühner sich halt eben ihre wunderbaren Eier reinlegen können und das ist natürlich eine gute Investition, die man ruhig machen kann. Außerdem gibt es noch einen Garten, ja? Aber den Garten können wir ja gleich nochmal kurz anschauen, nachdem wir hier diese komischen Pink Plots nochmal eingesammelt haben, damit wir hier mal ein bisschen Geld nochmal machen können. Denn das Money ist derzeit ein bisschen krass am struggeln bei uns, ne? Das heißt, wir brauchen hier ein bisschen mehr Geld am Start. Das heißt, ein bisschen mehr Geld kann ruhig nicht schaden. Außerdem müssen wir ja demnächst mal nochmal was anstellen. Außerdem, ja, wurde mir noch verraten, dass ich nämlich was mit meinem Geld anstellen kann, ja? Tatsächlich sieht es ja so, beziehungsweise nicht mit meinem Geld. Oh, ich trottel. Ich meine natürlich mit dem Schlüssel, den wir bekommen haben von diesem komischen fetten Dings da, von dem fetten Schleim, den wir bekommen haben. Denn hier gibt es nämlich irgendwie, da steht irgendwie so ein komisches Schild. War das eigentlich davor auch schon da? Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen wir hier so einen Rockslime, den wir da... Nein, komm mit, Rockslime. Das habe ich nicht so gemeint. Jedenfalls, sieht es halt eben jetzt so aus, dass wir halt eben mit diesem Schlüssel so eine Tür aufmachen können, ne? Und mit dieser Tür können wir halt viele lustige Sachen machen, wie zum Beispiel lustige Sachen, ja? Ich suche derzeit irgendwie gerade einen Huhn, aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt zufällig einen Huhn gesehen habt. Das Einzige, was ich jetzt hier gesehen habe, ist diese neue Tür. Und ich habe nochmal ein neues Update installiert, denn in der letzten Aufnahmesession hatten wir nämlich hier 0.3.0, ja? Und jetzt haben wir 0.3.1. Und ich habe mir das gerade eben durchgelesen und irgendwie wurde hier ein Strand oder sowas eingefügt, ja? Das können wir uns vielleicht später nochmal ansehen, nachdem wir zufällig mal irgendwann mal in unserem Leben einen Huhn gefunden haben. Denn hier existieren keine Hühner. Sowas gibt's hier nicht. Doch, irgendwie muss es hier sowas doch geben. Und außerdem, das mit dem Wasser habe ich mir noch nicht durchgelesen. Aber da hinten befinden sich Hühner. Hühner. Genau, so heißen die Dinger. Oh Mann, Alter. Ich bin heute natürlich wieder ein bisschen freaky unterwegs, ne? So, easy. Ein Huhn, zwei Hühner, drei Hühner. Ich glaube, noch ein paar mehr Hühner und dann könnte es lustig werden. Außerdem, hier haben wir ja auch nochmal so ein Nest. Das haben wir jetzt auch nämlich bei uns zu Hause. Deswegen konnten wir wahrscheinlich unsere Hühner nicht farmen. Ja? Und die Hühner brauchen wir halt eben, um unsere pinken Slimes richtig krass Dings zu füttern, ne? Brauchen wir solche kleinen Flügel noch, hier Chickadoos oder so? Brauchen wir die? Weiß ich nicht, aber wir haben ja Rock Slimes zu Hause, das nehmen wir mal so ein Chickadoo mit, das kann eigentlich, glaube ich, gar nicht mal schaden, aber nochmal aus Sicherheitsgründen könnten wir ja mal ruhig einen zweiten suchen, damit er irgendwie einen Freund hat, weil ich glaube, um die irgendwie weiter farmen zu können, braucht man immer zwei Stück, aber ich habe hier, glaube ich, ja, da ist ja schon einer, easy. So, die können wir jetzt nämlich in unser Gehege da reinstecken, ja? Außerdem wurde mir noch was ganz Besonderes gesagt, ja. Ich habe natürlich sehr viel in den Kommentaren gelesen und irgendjemand hat mir auch gesagt, dass man Sachen upgraden kann, ja. Dieses ganze Laufen und ich kann irgendwie meine Kanone und ich kann auch irgendwie diese Pink Plot, beziehungsweise wie viel Platz ich in meiner Kanone und so habe, kann ich alles upgraden, ja. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, aber doch, warte mal, das wusste ich. In diesem einen Gerät gibt es das doch, oder? Aber ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass man sich auch zum Beispiel ein Jetpack holen kann. Hier, in diesem einen Gerät, das mein... Ah, nein, ich habe jetzt die Dinger weggeworfen, ich Trottel. In diesem Gerät kann man sich das hier alles kaufen. Da, das sind sozusagen diese komischen Dinger drin, die man sich hier holen kann. Zum Beispiel Jetpack, Power Core, Hearth Modul, Tank Booster. Aber das holen wir uns doch alles doch erst später, ja? Weil wir haben ja gar nicht mehr so viel Geld am Start. Deswegen knallen wir hier erstmal wieder unser Pink Plot rein. Hier, um ein bisschen Geld zu machen. Easy. 758. Sieht gut aus. So. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz in unser Gehege. Alter, das Gehege ist auch schon ein bisschen überfüllt, ne? Aber kann man natürlich nichts machen. Die Massentierhaltung ist bei uns richtig gut unterwegs. So. Easy. Chigadoos hier noch rein. Und das sieht doch alles schon super aus. Und fühlt ihr euch
euch wohl, ihr Freunde? Seid ihr hier zufrieden? Ich hoffe mal. Ah! Nein! Geh weg! Du brauchst. Wieso war der auf einmal da? Oh mein Gott, die sind voll blöd, die Dinger. Sag mal, wieso kommen die da eigentlich andauernd wieder raus? Warte mal, ich glaube, die stapeln sich oder sowas in der Art. Warte mal, komm mal. Ah, was macht ihr da wieder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe viel zu viele von diesen pinken Schleim. Warte, wir nehmen uns hier diesen pinken Schleim. Ah, geh weg! Okay, warte mal, ich glaube, wir saugen hier mal ein paar pinke Schleime auf. So, hier, kommt mal kurz her, ein paar von euch. Alter, ich habe 15 Stück aufgeschleimt. So, und dann hier die Dinger alle rein. So, damit ihr nicht so viele auf der anderen Seite seid. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr da die ganze Zeit rüberspringt. Warte, so, hier. Und dann zack, das Ding hier rein. Warte mal, aber da sind jetzt irgendwie... Ah, jetzt muss ich mir so einen großen mitnehmen. Und den großen dann hier wieder reinlegen. So, und dann den großen da wieder rein. Hier, yeah, rein mit dir. So, und diese ganzen kleinen Pinken nehme ich auch nochmal kurz mit. Und dann haue ich die wieder auf die andere Seite. Aber wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, dann hüpfen die ganze Zeit darüber. Nein! Die Hühner sind tot! Nein! Chickadoo, komm her! Okay, ein Chickadoo lebt noch. Ah, und den anderen habe ich auch noch. Okay, ich habe zwei Chickadoos gerettet. Ich glaube, wir haben ein kleines Problemchen, ja? Diese ganzen Dinger sind mir irgendwie ein bisschen zu hart, ja? Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Kann man da irgendwie ein höheres Gehege oder sowas kaufen? Aber ich möchte nicht so viel Geld ausgeben. Ich möchte nämlich genug Geld haben für andere Dinge. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir mal ein paar Pink Slimes hier ein bisschen loswerden müssen oder sowas in der Art. Weil irgendwie bringen die nicht genug Geld, ja? Die sind irgendwie so ein bisschen dumm, ja? Und irgendwie braucht man das gar nicht. Ich meine, für was brauchen wir das denn? Wir haben ja nur Stress durch die, ja? Wir könnten ja so Tabby-Slimes hier irgendwie mal ein bisschen anbauen. Damit mal ein bisschen Spaß haben, oder nicht? Warte mal, was können wir denn hier nochmal? Hier so eine Koralle, Happy Slimes, blablablub. Warte mal, können wir nicht einfach hier so ein Ding höher bauen? So, higher walls, hier. Higher coral walls ensure that even the bounties of slime will have difficulty escaping. So, das holen wir uns jetzt. Purchase. So, das heißt, das Ding ist jetzt doppelt so hoch. Easy. Und jetzt knall ich da alle Slimes rein, damit ihr mir nicht mehr auf die Nerven geht. Kommt her, ihr kleinen Slimes. So, jetzt vorbei mit Springen, vorbei mit Hühner aufessen, die ich gerade eben erst gefarmt habe. Und jetzt, warte mal, so, easy. Es gibt auch sehr viele Leute in den Kommentaren, die gesagt haben, dass sie das Spiel schon mal bei irgendjemand anderem gesehen haben und es bei mir nochmal angucken, weil ich so schlecht in dem Spiel bin. Und das stimmt. Ich habe gerade eben 3 Minuten lang meinen eigenen kleinen süßen Dings, gehabt. Wie heißt das nochmal? Ey, guck mal, ich habe eine Taschenlampe, wenn ich F drücke. Wie cool. Ich habe irgendwie 3 Minuten lang meine Hühnchen gehabt und jetzt sind sie tot. Oh Mann. Warte mal hier, komm mal mit, du blöder Kerl. Geh da. Ah, nein. Warte mal, du sollst da reingehen, Mann. Okay. Okay, und jetzt bleibt ihr da bitte alle drin. So, das ist jetzt euer Zuhause da drin. So, in das zweite Ding hier mache ich einen Tabby-Slime rein. So, der Tabby-Slime, der wird hier mit Chickadoos gefüttert. Ne, der möchte gar keine Dings haben, ne? Wir können... Oh! Tabby-Slime! Tabby-Slime, geh da rein! Warte mal, oh, warte mal, ich verstehe. Wenn ich zu dem rangehe, dann geht der in mein Menü rein. Guck dir das mal an. Und zack, er ist... Oh, er mag mich. Guck mal, er springt mich die ganze Zeit an. Wir haben sogar ein Achievement dadurch bekommen, nur weil er uns angesprungen hat. Du kleiner, süßer Kerl. Okay, dieser kleine, süße Kerl, den lassen wir jetzt erstmal da drinnen, ne? Der kann jetzt erstmal seinen Spaß haben. Hoffentlich bringt er uns mal ein bisschen Geld oder so. Unsere kleinen Chickadoos können wir jetzt mal hier reinschmeißen. Und die nächsten Hühner, die wir finden, können wir vielleicht auch nochmal mitnehmen. Warte, hallo? Was ist mit... Tabby Slime da rein. Bleib da drin. Und fühl dich gut. Nicht rausspringen. Tabby Slime. Was? Bleib da drin. Oh nein! Okay, warte. Ich habe eine Idee. Wir behalten den. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn wir den da reinwerfen? Kriegen wir dann so einen schwarzen Schleim? Ich bin mir nicht sicher. Soll ich es riskieren? Ich weiß nicht. Warte mal, ich habe nämlich in der letzten Folge diese schwarzen Schleime gehabt. Und viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, dass wenn ich nochmal irgendwie was mische, dass da irgendwie ein schwarzer Schleim entstehen kann. Aber das wird doch passen. So? Ich glaube, die essen sich hier nicht gegenseitig auf. Ich glaube, die mögen sich so gegenseitig. Schaut euch das an. Guck, der kommt hier nicht raus. Ah, warte, nicht essen gegenseitig, okay? Ihr seid alle lieb zueinander. Ne, ihr mögt euch doch alle. Guckt euch das mal an, das ist überhaupt gar kein Problem. Mögen sich da alle. So, das heißt, wir haben jetzt genug Platz in unserem Inventar, um mal ein paar wichtigere Dinge zu machen. Und zwar hatte ich nämlich heute noch vor, neben diesem ganzen Stress jetzt nochmal ein bisschen die Welt weiter zu erkunden, ja. Diese ganzen wunderschönen Hühnerfarmen und was weiß ich, ne, ist alles schön und gut, aber wir hatten ja diesen einen Weg dort noch offen, ne, und wir wollten ja mal durch diesen Weg mal durchgehen und mal schauen, was dort eigentlich los ist, weil letztens stand dort nämlich einfach nur drin, ja, ist gefährlich und so ein Zeug, ne, blablablub, ne, dieser ganze Standardkram, mit dem man sozusagen versucht, irgendwelchen Spielern irgendwie Angst einzujagen. Aber daher, dass wir die Minecraft, beziehungsweise die Slime Rancher Profis sind, ja, und wir übelst Ahnung haben, was wir tun, ne? Weil wir haben noch nie etwas Unüberlegtes oder sowas in der Art gemacht, weil wir sind Profis und sowas. Ah, wieso hast du gerade eben... Ah, okay, gut, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, aber den hier nehmen wir, glaube ich, noch mit, oder? Warte mal, wollen wir so einen mitnehmen? Nee, jetzt komm nicht, warte. Dann hatten wir hier diesen Weg und dann war hier dieser Totenschädel. So, und jetzt hatten wir hier drin diese kleine Höhle, wo wir noch nicht reingegangen sind. Ah, doch, da waren diese Pink Phosphorlarven.
Nachos. So, und da kann man jetzt, glaube ich, ein bisschen durchlaufen. Geht mal bitte weg, Jungs. Ich habe gerade keine Zeit für euch. Ich muss hier ein bisschen weiter durchgehen. Wieso sehen die eigentlich so böse aus? Kann ich die mit Karotten abschießen? Wollt ihr eine Karotte haben, Jungs? Hey, guck mal, die mögen Karotten. Oh, aber nein. Nein, okay, hier hast du noch eine Karotte. Da. Oh, schmeckt dir, ne? Okay, gut. The Indigo Quarry. All that remains in mining projects. Okay. Oh, da könnte unser Schlüssel reinpassen. E to use slime key. Okay. Und wow. Alter, die Tür hat sich geöffnet. Wie cool. Wow, das sieht richtig hübsch aus. Die hinteren Typen verfolgen uns nicht mehr. Und wir sind jetzt in einem neuen Level oder sowas. Vielleicht können wir hier teurere Schleime oder sowas finden, ne? Die irgendwie seltener sind. Aber ich merke gerade, dass die dass der Sound von diesem ganzen Zeug sich gerade geändert hat. Ja. Und wir können ja mal ein bisschen reingucken, was es hier denn nicht so alles gibt. Oh, da explodieren schon ein paar Sachen. Und wir haben hier noch ein paar kleine Berge und sowas am Start. Mal gucken, wie so die Aussicht von hier ist. Können wir vielleicht diesen alten Ort nochmal sehen, wo wir damals waren? Wir haben hier diese Edelsteine, die irgendwie ein bisschen hübscher aussehen. Dann im Wasser haben wir, glaube ich, keine Schleims unterwegs. Das heißt, wir gehen, glaube ich, mal rechts lang, um mal zu gucken, was wir dort vielleicht finden können. Aber ich muss schon sagen, dieses... Oh, warte mal. Okay, ich glaube, hier gibt's Rock-Slimes. Die guten alten Rockies. Oh nein, ich mag die nicht. Wieso sind die hier auch? Die essen irgendwie... Ah, no. Ich nehme dich mit. Oh mein Gott, das ist mein Profilbild. Wieso kann ich den nicht essen? Warte mal, soll ich den mit nach Hause nehmen? Oder was muss man mit dem machen? Ah, warte mal. Ja, ich hab's gewusst, der explodiert. Kann ich ihn jetzt mitnehmen? Oh nein, jetzt ist er irgendwie ein bisschen... Der ist jetzt... warte, was machst du jetzt? Warte mal, der bläht sich wieder auf. Ich verstehe. Das ist also auch nur so ein Angriffsschleim. Warte, den Rockslime nehmen wir uns noch mit. Ich glaube, da müssen wir uns ein paar mehr von farmen. So, das ist ein Pinkslime, den brauchen wir nicht. Den können wir vielleicht auf den Lavaschleim drauf werfen. Aber der Lavaschleim ist ja mal mega cool. Explodiert nochmal. Warte mal, hier hast du eine Karotte. Oh, er mag keine Karotten. Vielleicht magst du ja Pink Plots. Nee, die magst du auch nicht. Warte mal, soll ich dir vielleicht einen anderen Pink bringen? Den kannst du dann vielleicht essen. Ich weiß ja nicht, was der so ist, ne? Vielleicht essen die sie ja gegenseitig. Können ja vielleicht Kannibalen sein. Hier hast du einen. Okay, der mag ihn auch nicht. Aber hier sind doch diese komischen Dinger. Ah, bitte nicht angreifen. Ja, die sind irgendwie blöd, diese Geister, ne? Die machen zwar schon ein bisschen Schaden, sind jetzt aber nicht so heftig. Ah, doch, die sind heftig. Warte mal. Roman, ganz ruhig, ganz ruhig. Du nimmst die Karotten da oben noch mit. So, das sind keine Karotten, das sind Radieschen, okay? Perfekt. Das heißt, wir haben hier nochmal ein paar Geisterschleimer. Aber von denen können wir ja kiten, ne? Das ist wie so ein kleiner Zombie-Modus, den wir hier haben, ne? Aber ich muss schon sagen, ich möchte mir diesen Lavaschleim nochmal ansehen. Vielleicht können wir den ja mitnehmen und dann sperren wir den einfach bei uns zu Hause ein. Das ist doch eigentlich ein Plan, warte. Oh nein, bitte. Hat ihn jemand... Oh, die haben ihn gegessen. Wieso habt ihr mal Lava... Oh, ein Phosphorschleim. Easy. Ah, den können wir, glaube ich, nur im Inventar mitnehmen. Aber ein Phosphorschleim bringt ein bisschen mehr Geld. Und diese blöden Geister haben jetzt irgendwie meinen geliebten Lavaschleim aufgegessen. Ich wollte den mitnehmen. Ich wollte den fahren. Hey, der ist gestorben. Cool. Ich glaube, die sterben nach einer Zeit irgendwie. Die können nicht so... Okay, da weiter geht's auch nicht. Mann, ich wollte diesen Ort hier gerade eben erkunden und jetzt habe ich wieder nur Probleme. Aber okay, warte, hier haben wir noch ein paar Karotten, die können wir alle mitnehmen. Wir haben jetzt 20 Karotten, dadurch kann man bestimmt irgendwas machen. Warte, da können wir den mitnehmen. Ah, nein, nicht angreifen. Geh weg von mir. Ah, jetzt habe ich gerade eben irgendwas weggeschossen. Aber ich glaube, wir können hier doch nichts mehr rausbekommen, außer, dass wir jetzt irgendwie am nächsten Tag irgendwie nochmal herkommen, wenn hier nochmal Tag über ist. Ja, weil irgendwie, ich glaube, wenn man an der Tageszeit kommt, wo wirklich Tag ist, dann hat man irgendwie ein bisschen mehr Überlebenschancen und so ein Zeug. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir überlegen einfach mal wieder zurückzugehen. Aber was schon mal gut ist, dass wir herausgefunden haben, wo dieser Schlüssel hin muss, ja. Das war nämlich so ein kleines Ziel von mir und außerdem haben wir noch ein paar Rockslimes mitgenommen, die ich sowieso mitnehmen wollte. Warte mal, wir können ja mal hier die rote Beete wegschmeißen und hier nochmal so eine Phosphor-Dingsterbumster mitnehmen, ne. Weil die sind eigentlich relativ selten, relativ cool, ne. Und die kann man halt eben gut verkaufen. So, davon haben wir jetzt zwei Stück und mein Ziel ist es auch so ein bisschen eigentlich Geld zu machen, aber dass wir das meiste Geld eigentlich wieder ausgeben, geht das irgendwie wieder in den Minus rein. Deswegen überlege ich mir tatsächlich, diese Dings anzubauen, ne? Die guten alten Rockslimes, weil Rockslimes sind ja nochmal anders. Da außerdem haben wir ja noch Platz in unserem Inventar. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich habe jetzt nämlich alle irgendwie in ein Dings, in ein Feld reingemacht. Ah, ein Phosphor-Slime. Easy, nehmen wir jetzt auch mit, weil mit denen kann man nämlich, ich glaube, die kann ich so lange im Inventar behalten, wie ich will, ja. Und wenn ich da dann irgendwas hingebaut habe, warte mal, kann man vielleicht Rock-Slimes und Phosphor-Slimes zusammentun, sodass die gemeinsam friedlich leben? Ich weiß es nicht. Könnte vielleicht irgendwie funktionieren. Warte mal, wir könnten aber vielleicht auch demnächst schlafen gehen. Aber wir haben ja hier jetzt unser Feld. Warte mal, hey, hier sind Hühner. Die sind einfach so gewachsen. Cool. Das heißt, warte mal, kann ich das auch irgendwie beschleunigen, dass die schneller wachsen oder so?
Springgrass attracts scuttlebugs that chickens love to eat. With their belly fulls, hens will produce eggs twice as fast. Okay, das heißt, diese Hühner werden dann schneller Eier produzieren oder Vitaminizer. The very latest advanced poultry teach the Vitaminizer buffs the chicken. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das kostet uns nämlich ein bisschen zu viel Geld. Deswegen bleiben wir... Alter Vater, ist das hier eine Massentierhaltung? So, warte mal, ich könnte hier vielleicht nochmal ein bisschen den hier reinkloppen. Ein paar Karotten, damit die hier ein bisschen essen, die Jungs, ne? Easy. Und dann können wir hier vielleicht nochmal ein bisschen Rockslimes reinhauen. Was essen die nochmal? Essen die Karotten? Ich glaube, die essen... Doch, die essen Karotten. Warte, hier habt ihr Karotten, meine Freunde. Essen, essen, essen. Hey, und was geben die? Die geben auch wieder einfach nur Karotten zurück, oder? Kann das sein? Warte mal, hier habt ihr noch ein paar Rockslimes. Hier, da, da, da. Und hier habe ich... Ah, Rockplots habe ich jetzt rausbekommen, warte. Nein, geh nicht dahin. Geh weg. Alter, wie ist denn der da rausgekommen? Nein, hör auf! Mit dem Bild. Ah! Ich darf die nicht füttern. Oh nein, jetzt hat er wieder vor wie aufgegessen. Oh Mann, das ist so ein Bubba. Okay, warte, nein, Rockplots muss ich behalten. Die waren selten, warte. So, und ich möchte jetzt mal hier verkaufen. So, easy. So, den Rockslime knall ich hier wieder rein. So, und jetzt kann ich hier mal ein bisschen verkaufen am Markt. So, wir haben nämlich 4 Rockplots gefarmt für die ganze Folge. Aber das ist gar nicht mal so wenig, weil die bringen nämlich 21. Ja, das heißt, wir haben jetzt 540 die Phosphor und bringen auch nochmal 21. Das heißt, wir sind schon wieder fast auf 600. Und diese Phosphor-Slimes, die könnten wir irgendwie für die Nacht können. Könnten wir die ja einfach mal hier drinnen lassen. Ich glaube, die werden sich bestimmt schon mögen. So ein paar Phosphor-Slimes mit ein paar Rock-Slimes. Ich meine, da kann doch bestimmt nicht schief gehen oder so. Vielleicht können wir hier nochmal irgendwie so ein Dach oder sowas draufhauen. Hier, ein Solar-Shield. A Solar-Shield will encase a coral of dim shade protecting slimes sensitive to light. Aber das kostet 425. Lohnt sich das wirklich für uns? Warte mal. Autofeeder. Ein Autofeeder will drop your deposit into the coral regular intervals. Just remember to keep it stocked. Ah, okay, warte mal. Ich habe sogar eine Idee. Bevor wir uns irgendwie so ein Autofeeder bauen, müssen wir uns da bestimmt noch was anderes bauen. Und ich habe da auch schon eine Idee, was wir bauen können. Aber ich hoffe erstmal, dass die Folge euch heute gefallen hat. Und wir machen in der nächsten Folge was ganz Besonderes. Und ich habe auch schon einen Plan. Ich gehe jetzt einfach mal so lange schlafen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Slime Rancher.